Ciao ragazzi, buongiorno, come state? Ich wurde gefragt, ob ich mal ein Video drehen könnte, wo ich so Abkürzungen vorstellen könnte im Italienischen, die man häufig im Chat oder in WhatsApp oder in den sozialen Medien benutzt. Und ich habe euch eine Liste erstellt, die werde ich euch verlinken, also könnt ihr auf einen Artikel zugreifen, also könnt ihr euch den Artikel durchlesen mit einer Liste voller Abkürzungen, die ich so gefunden habe und die man häufig benutzt. Einige davon werden häufiger benutzt als andere. Und in diesem Video stelle ich euch ein paar, meiner Meinung nach, die wichtigsten vor. Und das wäre zum Beispiel das Non. Also nicht wird abgekürzt mit 2 N. Also NN steht für Non. Dann tutto, alles, wird mit 2 T abgekürzt. Also TT steht für tutto, alles. Dann, wenn ihr CMQ seht, dann bedeutet das comunque. Das bedeutet also. So zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie einen Satz anfange mit also bla bla bla, comunque. Und im Chat, weil das doch ein sehr langes Wort ist, einfach nur CMQ. Dann ganz wichtig, wenn ihr einfach nur ein einzelnes X seht, dann ist das per. Dann steht das für per. Und zwar für jedes per, das irgendwie in einem Ausdruck vorkommt, schreibt man im Chat einfach nur ein X, zum Beispiel per me, einfach nur X und me. Oder per favore, einfach X favore. Und dann auch noch ganz wichtig, das che, also was, das C-H-E, che, wird oft mit einem K geschrieben, also K-E, weil man es eben wie ein K ausspricht, also che. Wenn ihr das seht, ganz oft K-E und das Per-Ke wird dann X geschrieben, was ich euch vorhin gerade erklärt habe. Per ist, also das X steht für Per und Ke geschrieben K-E, das heißt X-Ke mit K-E, also X-K-E heißt Per-Ke, warum oder weil. Wenn ihr ein C und die Zahl 6 seht, dann heißt es Ci-Sei. Und das ist die Frage, bist du da? Also, bist du da? Bist du online? Ci sei wird mit C und der Zahl 6 abgekürzt, weil man das C im Italienischen ja ci ausspricht und die Zahl 6 im Italienischen spricht man ja sei aus, also zusammen ci sei, bist du da. Dann DV steht für dove. Also, wenn ihr dove abkürzen wollt, dove wo, dann einfach nur DV. Und dann noch ein ganz, ganz niedliches, was die Jüngeren benutzen ganz oft, das ist das TVB und das heißt Ti voglio bene. Das ist auf Deutsch übersetzt, ich hab dich lieb und das wäre bei uns, dieses TVB wäre bei uns wie das HDL, hab dich lieb, TVB, Ti voglio bene. So, also noch mehr Abkürzungen findet ihr im verlinkten Artikel. Und könnt ihr euch mal durchschauen und dann könnt ihr das ein oder andere ja mal verwenden, aber benutzt es nicht so oft, sondern konzentriert euch drauf, das so zu schreiben, wie ihr es tatsächlich auch gelernt habt, also korrekt zu schreiben. Und erst wenn ihr die Sprache wirklich ganz, ganz, ganz gut beherrscht, könnt ihr mal anfangen, diese Abkürzungen zu verwenden. Aber so habt ihr zumindest schon mal eine Liste und könnt dann mal nachschlagen, wenn ihr in den sozialen Medien oder im Chat irgendwie was eine komische Abkürzung findet, dann schaut nach oder schreibt es mir, wenn euch noch mehr wichtige einfallen oder ihr wissen wollt, was eine bestimmte Abkürzung bedeutet, dann schreibt mir einfach und werde ich dann der Liste einfach noch hinzufügen, wenn irgendwas fehlt. Va bene, ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi, ciao ciao.